Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich den Doppler-Effekt und dabei hilft mir das THW. Doppler-Effekt. Ihr kennt das. Ein Auto mit Martinshorn fährt an euch vorbei und sobald das Auto vorbei ist, wird der Ton viel, viel tiefer. Warum ist das so? Herausgefunden oder Namensgeber vom Doppler-Effekt ist natürlich Christian Doppler. Das war ein Astronom, der das Ganze um 1842 herausgefunden hat. Allerdings nicht mit Martinshörnern, sondern mit Doppelsternen. Das war nämlich ein Astronom. Ja, und ich habe jetzt mal versucht, das einfach aufzuschreiben. Das ist aber gar nicht so einfach. Der Doppler-Effekt ist die Stauchung und Dehnung der Wellenlänge einer Schallquelle, die durch die Veränderung des Abstandes zwischen Sender und Empfänger entsteht. Ja, schwer zu verstehen. Und ich habe mir gedacht, ich erkläre euch das einfach mal mit zwei Bildern. Zunächst einmal habe ich jetzt hier ein Auto mit einem Blaulicht und einem Martinshorn und das steht. Und wir stehen jetzt daneben und dann sehen wir bzw. hören wir Schallwellen. Und solange wie das Auto steht und wir hier auch irgendwo stehen, hört sich das für uns immer gleich an. Das ist Situation 1. Nun haben wir wieder das Auto. Die Fahrtrichtung ist in diese Richtung und das Martinshorn ist an. Es entstehen also Schallwellen. Aber dadurch, dass sich das Auto in diese Richtung bewegt, sehen die Schallwellen jetzt nicht mehr gleichmäßig, wie gerade eben aus, sondern nach vorne, also in die Fahrtrichtung, werden sie sehr gestaucht. Also sie sind eng beieinander und eng beieinander liegende Schallwellen erzeugen hohe Töne. Und dadurch, dass das Auto sich aber von dem Schall wegbewegt, werden hinter dem Auto die Schallwellen bzw. die Abstände zwischen den Schallwellen immer größer. Und deswegen hört sich das Ganze hinter dem Auto tiefer an. Wichtig ist aber, das Ganze ist immer abhängig von Sender und Empfänger. Das heißt also, wenn ich hier stehe und in dem Moment das Auto vorbeifährt, dann war es vorher ein hoher Ton und dann, weil sich die Schallquelle jetzt wegbewegt, wird es ein tiefer Ton. Und das Ganze habe ich jetzt auch nochmal im Original.